Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zum dritten Teil aller Bücher, die ich 2019 gelesen habe. Uhu, ich muss mich beeilen. Ich habe jetzt noch eine halbe Stunde Zeit. Dann treffe ich mich mit meiner Oma zum Spazierengehen. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen Gas geben, dass ich in der halben Stunde den dritten Stapel hier fertig kriege. Also wird das jetzt wirklich hier ein Speedrun für mich. Und ja, machen wir weiter mit dem dritten Teil. Und wenn ich dann vom Spazieren mit Oma wieder da bin, kümmere ich mich gleich um den vierten Teil. Und dann muss ich mich mal ransetzen an Schneiden. Das ist ja auch mal nochmal so eine Sache. Aber wir schaffen das. Tschakka. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch, was ich gelesen habe 2019. Und zwar war das der zweite Teil von Renegades, Geheimnisvoller Feind. Und es war so ein tolles Buch. Es war so ein tolles Buch. Renegades ist halt eine sehr, sehr ruhige Geschichte. Ne? Man muss halt wirklich sagen, die Geschichte wird sehr langsam erzählt und sehr ruhig erzählt. Sie hat nicht extrem viele Spannungsmomente. Aber ich mag die Geschichte unglaublich gerne. Ich bin immer noch so verdammt traurig, dass der dritte Teil nicht mehr übersetzt wird. Ich könnte immer noch im Strahl kotzen deswegen. Aber was soll's? Was soll's? Was willst du machen? Das bringt ja nichts. Aber Renegades 2, Geheimnisvoller Feind, habe ich mega gefeiert. Ich fand die Geschichte unglaublich gut. Ich mag immer noch die Charaktere, die Welt, diese Story einfach. Die gefällt mir so unglaublich gut. Und es ist so schade, dass wir nicht erfahren werden, wie es ausgeht. Hier vielleicht übersetzt der Verlag das irgendwann mal noch. Ich weiß es nicht. Aber Renegades 2 hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich kann jetzt im Inhalt nicht sagen, dass der zweite Teil ist. Ich möchte euch jetzt ja auch nicht spoilern irgendwie. Und ich bin schon wieder unscharf. Diese Kamera, sie hasst mich einfach. Naja, auf jeden Fall habe ich dann danach eine Liebesgeschichte gelesen. Hey, wie soll das anders sein? Und zwar The Ivy Years, Wenn wir vertrauen. Das ist die Geschichte von Bella und Raffe oder Raffi. Ich weiß aber nicht, wie man das ausspricht. Und ich muss sagen, dieses Buch hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich fand die Geschichte wirklich süß. Ich fand süß, wie ich das Ganze entwickelt hat. Ich fand Raffe einfach so unglaublich süß in diesem Buch. Der Typ ist einfach so niedlich. Das ist einfach so. Der sieht aus wie so ein übelster Atze, ne? Aber der hat einfach so einen süßen Charakter. Der ist halt einfach ein Gentleman und er ist einfach so ein Traumtyp so. Und ich dachte mir das ganze Buch immer nur so beim Lesen so, oh, er ist einfach so süß. Er ist einfach süß, das dachte ich wirklich die ganze Zeit beim Lesen. Und ja, The Ivy Years, Wenn ihr vertrauen, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ist der vierte Teil dieser Reihe und ja, kann ich euch auch wirklich nur empfehlen. Wenn ihr gerne College-Geschichten lest, schaut euch The Ivy Years an. Und falls ich jetzt mal ein bisschen hippelig und aufgedreht bin, ich habe Red Bull getrunken. Sorry. Danach habe ich gelesen Cat und Cole, ein grausames Spiel. Das ist der zweite Teil dieser Reihe. Ich hoffe einfach mal, dass hier der dritte Teil übersetzt wird. Ich habe ehrlich gesagt gerade gar keine Ahnung. Ich habe auch gar nicht mal geguckt irgendwie, ob da was kommt oder nicht. Ich muss da echt mal nach Cat und Cole gucken, nicht, dass das auch nicht weiter übersetzt wird. Dann werde ich aber richtig sauer. Cat und Cole ist so eine richtig krasse Geschichte. Es ist auch ein bisschen eine komplexere Geschichte. Es ist eine wahnsinnig tolle Geschichte. Es geht im ersten Teil um einen Zombie-Virus und dann entwickelt sich das Ganze in eine Richtung voller Intrigen und geheime Machenschaften. Und da steckt noch so unglaublich viel mehr dahinter. Und dieses Buch hatte mich ja, also diese Reihe hatte mich ja am Anfang im ersten Teil schon damit, dass der Zombie-Virus umgekehrt funktioniert. Und das fand ich einfach schon so unglaublich gut. Und man liest dann dieses Buch und es entwickelt sich alles weiter und diese Geschichte wird einfach so krass. Und auch hier der zweite Teil, der war einfach wieder so heftig, was da alles passiert ist. Dieses Buch ist einfach so gut. Es ist einfach so gut und es ist eine so krasse Geschichte und sie hat mir so gut gefallen. Und Cat und Cole, die Charaktere, einfach so heftig. Und was dann am Ende passiert ist, ich dachte beim Ende so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin so gespannt auf den dritten Teil, was dann jetzt kommt. Also Cat und Cole ist auch klare Leseempfehlung von mir. Wenn ihr diese Reihe noch nicht kennt, schaut sie euch an. So unglaublich gut. Wirklich, einfach mega. Eine mega Reihe, eine wahnsinnig tolle Geschichte und es kann sein, dass es gleich wieder knallt, wenn ein Stapel umfällt. Ja, so. Auf jeden Fall, nach Cat und Cole habe ich dann wieder Green Mountain gelesen. Ich habe sehr viel Green Mountain gelesen, aber dafür bin ich jetzt bei der Serie up to date. Ja, ich habe dann den siebten Teil gelesen, Jede Minute mit dir, und hier geht es um Grayson Coleman und Ella. Emma. Sie hieß Emma. Und ja, die beiden kennt man ja auch schon wieder aus den vorherigen Teilen. Und man hat im letzten Teil schon gemerkt, dass da irgendwas zwischen den beiden ist. Und ja, auch diese Geschichte war ganz süß, aber auch eine eher der schwächeren Geschichten. Auch hier entwickelt sich alles einfach wahnsinnig schnell. Und das Ding ist, hier in dieser Geschichte merken das die Charaktere, dass sich alles wahnsinnig schnell entwickelt und dass das alles mega schnell voranschreitet zwischen denen und die Beziehung sich auch super schnell entwickelt. Das ist zum einen ganz cool, weil du dann als Leser nicht nur das Gefühl hast, dass es so ist, sondern dass du weißt, dass das den Charakteren auch bewusst ist.
Aber trotzdem, ja, irgendwie war die Geschichte, also wie gesagt, sie war süß und es war eine super tolle Geschichte wieder auch. Aber nicht so gut wie der sechste Band. Also der sechste Band, ich habe davor den sechsten Band dieser Reihe gelesen, deswegen, nein. Der sechste ist einfach so unglaublich gut, der sechste Teil. Charlotte und Tyler, I love it. Da konnten Emma und Grayson leider nicht mithalten, aber auch hier wieder eine super süße, liedliche Liebesgeschichte. So, diese Hocker, ne? So langsam schläft mir auch so der Hintern ein. Ja. Danach gab es für mich mal wieder ein Reread. Und zwar habe ich gelesen Black Blade, das eisige Feuer der Magie von Jennifer Istip. Das Buch habe ich 2015 gelesen. Und als ich es rereadet hatte, habe ich festgestellt, hey, das ist ja sogar signiert. Das habe ich mir 2015 signieren lassen auf der Messe. Ist das lange her. Ja, auf jeden Fall habe ich Black Blade nochmal gelesen, weil ich einfach nicht mehr wusste, um was es genau ging. Und ich wollte die Geschichte einfach nochmal so im Kopf haben, weil ich halt die Reihe letztes Jahr einfach lesen und beenden wollte. Es sind ja nur drei Teile. Das habe ich dann im Endeffekt auch gemacht. Und der erste Teil, Black Blade, das eisige Feuer der Magie, hat mir wieder richtig gut gefallen, auch beim zweiten Lesen. Und ich finde immer noch die Welt ganz cool. Ich finde es immer noch cool, dass hier die Elemental Assassin-Reihe quasi mit so ein bisschen verknüpft wird. Also das spielt im gleichen Universum und in der gleichen Welt quasi wie die Elemental Assassin-Reihe, ist aber trotzdem irgendwie anders und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, Black Blade ist eine sehr, sehr coole Jugend-Urban-Fantasy-Geschichte. Es gibt in dieser Welt Magie und es gibt verschiedene Wesen und es ist einfach eine richtig coole Reihe und ja. Ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Auch, wie gesagt, beim zweiten Lesen hat mir das Buch wieder sehr, sehr gut gefallen. Ich mag Black Blade einfach. Dann habe ich gelesen Green Mountain Teil 8. Ein Traum für uns von Mary Force. Und hier geht es um den Vater von Cameron, der Protagonistin aus dem ersten Teil. Und um Mary aus dem Green Mountain Store. Und die beiden sind schon ein bisschen älter. Und ich habe so gedacht, die sind schon so wie 50. Spricht mich das an? Es ist eine süße Geschichte. Das Buch ist auch nicht sehr dick. Also ich habe es gelesen. Ich fand es ganz süß. Ist jetzt nicht mein Favorite-Teil, aber ich muss sagen, erstaunlicherweise fand ich das Buch besser immer noch wie den vierten. Ne? Also der vierte ist und bleibt der schlechteste Teil dieser Reihe. Also ja, es ist eine süße Geschichte, mir hat sie gut gefallen. Ich mochte Mary auch total und ja, auch hier schreitet alles wahnsinnig schnell voran zwischen den beiden. Auch das ist den Charakteren bewusst. Aber da die beiden halt auch schon ein bisschen älter sind und halt auch gesetzter sind und halt auch wissen, was sie vom Leben wollen, fand ich das hier gar nicht so schlimm. Also hier hat mich das nicht so gestört, muss ich sagen. Und ja, eine super süße Liebesgeschichte wieder, gehört zur Reihe dazu. Und ja, auch wenn das mit den älteren Leuten jetzt nicht so ganz mein Thema war, aber es gehört halt zur Reihe und ich habe es gelesen und ich fand es wirklich süß. Wir sind jetzt schon quasi bei der Hälfte. Wir sind im Sommer angekommen. Das weiß ich nämlich, weil dieses Buch im Juli erschienen ist und ich es gleich nach Erscheinen gelesen habe. Und zwar Dark Elements, glühende Gefühle von Jennifer L. Armentrout, das Spin-off zur Dark Elements Reihe. Ihr wisst, Dark Elements Reihe ist meine absolute Lieblingsreihe von Jennifer Armentrout. Ich liebe sie noch mehr wie Obsidian. Und ja, ich habe mich sehr auf das Spin-off gefreut, denn hier geht es um Sane. Und ich habe echt gedacht, so was haut Jennifer Armentrout für eine Geschichte rund um Sane raus? Ich bin sehr gespannt und oh mein Gott, diese Geschichte war einfach so unglaublich gut. Es geht um Sane und es geht um Trinity und es geht um ein höheres Wesen, was die Menschen und die Menschheit zerstören möchte. Und die beiden müssen halt rausfinden, was da dahinter steckt. Und dann muss man rausfinden, was Trinity eigentlich genau ist. Und es ist einfach so cool gewesen. Ich liebe dieses Buch, ich liebe diese Geschichte, ich liebe die Welt, in der das Ganze spielt. Und Bambi hatte einen Gastauftritt. Ich liebe Bambi. Dark Elements ist für mich Bambi. Bambi ist für mich der beste Nebencharakter in dieser Reihe. Ich liebe Bambi einfach sehr. Ich hätte selber gerne Bambi. Und ja, Dark Elements, glühende Gefühle, ein Traum. Ich liebe dieses Buch. Es geht um Gargoyles und ich bin ein riesiger Gargoyles-Fan. Ich habe als Kind die Kinderserie Gargoyles geliebt. Ich fand das cool mit diesen Wesen, die sich dann versteinert haben. Und ja, es gibt halt hier auch hier Gargoyles in dieser Reihe und deswegen liebe ich diese Reihe einfach so unglaublich. Und Dark Elements, glühende Gefühle, ein wahnsinnig tolles Buch. Ich kann euch wirklich sagen, lest diese Reihe, sie ist so unglaublich gut. I love it, I love it, I love it. Und ich habe hier auch Sane wirklich nochmal lieben gelernt. Wirklich, ich habe Sane nochmal lieben gelernt, ich liebe Trinity und ja, es ist einfach eine so tolle Reihe.
lest diese Bücher, sie sind so unglaublich gut. Danach habe ich ein Buch gelesen, auf was ich mich ultra gefreut habe. Ich war so gehypt auf dieses Buch. Seit Oktober 2018 war ich auf dieses Buch gehypt und habe gedacht, boah, das wird toll, das wird cool, das wird mega. Ja, dann habe ich es gelesen und dachte, was ist das? Und zwar Show Me the Stars von Kira Moon. Das ist so komplett an meinen Erwartungen vorbeigeschrammt, dieses Buch. Ich habe mir eine ganz andere Geschichte quasi vorgestellt. Ich fand die Umsetzung dieser Geschichte überhaupt nicht gut. Das war überhaupt nicht meins. Leider, ich hätte mir echt gewünscht, dass diese Geschichte so unglaublich gut wird wie die anderen Bücher, die ich bis dahin aus dem KISS im Print gelesen habe. Aber nein, Show Me the Stars ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich fand die Charaktere nicht gut. Ich fand den Schreibstil so lala. Ich fand das Zwischenmenschliche in diesem Buch hat komplett gefehlt. Die Nebencharaktere sind nicht in die Geschichte gut eingeführt worden. Die haben mich einen Scheiß interessiert. Es hat mich auch null interessiert, dann weiterzulesen. Es geht ja in den weiteren Teilen von der Reihe ja dann auch um die Nebencharaktere. Aber es hat mich einfach nicht interessiert. Und auch diese Sachen, die in diesem Buch passiert sind, das hat für mich alles nicht Hand und Fuß gehabt. Und da war für mich einfach so viel, was nicht gestimmt hat. Und ja, es ist ein Buch, was absolut nicht meins gewesen ist. Und ja, das Buch habe ich inzwischen auch nicht mehr. Das habe ich auch weitergereicht. Ja, es ist nicht mein Buch. Feierabend. Was soll ich dazu sagen? Hat mich enttäuscht. Ist komplett an meiner Erwartungshaltung vorbeigegangen. Deswegen ist es auch nicht mehr mein Besitz. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Ich habe danach mal wieder gelesen Diamonds for Love, Band Nummer 8. Und zwar, wie heißt der? Vertraute Gefühle. Ich merke mir bei der Reihe immer nicht, wie die Untertitel sind. Ja, und hier ging es um Daniel und um Caroline. Und Daniel und Caroline waren früher ein Paar, dann haben sie sich getrennt und jetzt so treffen sie halt so wieder aufeinander und stellen sich beide so die Frage, alte Liebe, sollte man das aufwärmen? Hat das nochmal eine Chance? Und ja, darum geht es halt in dem Teil der Reihe und ich muss sagen, das war auch wieder eine richtig coole Geschichte. Der Teil hat mir nicht so gut gefallen wie die anderen. Das war auch ein eher schwächerer Teil, das weiß ich noch. Aber es war trotzdem eine super süße Liebesgeschichte wieder, ne? Also Diamonds for Love, da kann man eigentlich jedes Buch aus der Reihe nehmen. Es sind alles super süße Geschichten. Aber rückblickend betrachtet, glaube ich, am schwächsten für mich ist immer noch die Geschichte von Alice und am besten ist immer noch die Geschichte von Pippa für mich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ja, aber Diamonds for Love Teil 8 hat mir auch wieder gut gefallen, war eine super süße Liebesgeschichte. So. Danach habe ich dann eine Reihe beendet. Und zwar habe ich den dritten Teil von Fire and Frost gelesen, von der Dunkelheit geliebt. Und es war ein toller Abschluss für diese Reihe. Es war ein toller dritter Band. Es ist cool, was in diesem Buch alles passiert ist. Es ist cool, wie das alles aufgelöst wurde. Ich liebe Ruby und Arcus und dieser Kampf am Ende. Oh, ich habe so gefiebert und ich habe so mitgelitten. Ich habe so quasi geschwitzt beim Lesen und dachte so, oh mein Gott, lass es bitte gut alles ausgehen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Also wirklich, ich fand das Buch wirklich toll. Ich fand den dritten Teil super. Ich mag die ganze Reihe sehr, sehr gern. Also jeder, der gerne Jugendteil-Fantasy liest, schaut euch Fire and Frost an. Es ist eine ganz, ganz tolle Reihe. Und ja, super Abschluss für die Reihe gewesen. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. So. Danach habe ich dann quasi die nächste Reihe beendet. Und zwar habe ich den 9. Band der Diamonds for Love-Reihe gelesen. Glühende Leidenschaft. Und hier geht es um Summer und um Alex. Und Alex ist ein berühmter Filmstar und setzt sich halt für das Kinderheim ein, wo Summer halt auch arbeitet. Und dann tun die beiden zusammen quasi auf so eine Fahrt gehen für das Kinderheim. Und dann kommen sie sich halt näher. Und was halt mit den beiden so passiert, das ist halt, worum es in dem Buch geht. Aber ich muss sagen, das war auch eine süße Geschichte, konnte mich jetzt aber auch nicht so 100% überzeugen. Dafür, dass es der letzte Teil war, war es auch so ein bisschen schwach. Ich hätte mir da halt auch mehr gewünscht, so irgendwie in diesem Buch. Aber ja, war eine süße Geschichte. Aber wie gesagt, der dritte Teil der Diamonds for Love-Reihe ist und bleibt mein Lieblingsteil. Pippa und Eric. Einfach eine tolle Geschichte. Einfach wahnsinnig toll. Lest den dritten Teil, er ist so gut. Danach habe ich dann gelesen Black Blade 2, das dunkle Herz der Magie. Und auch der zweite Teil der Black Blade-Reihe hat mir gut gefallen, aber nicht so gut wie der erste, aber es war ein guter Teil. Die Geschichte rund um Layla und diese Banden und das alles geht ja hier weiter in die nächste Runde quasi. Und es ist cool gewesen, wie sich das Ganze entwickelt hat, aber man wusste auch hier, da ist noch nicht das Ende in Sicht, da kommt noch was. Aber wie gesagt, der zweite Teil hat mir auch ganz gut gefallen.
War aber nicht so gut wie für mich wie der erste. Danach habe ich gelesen Crown of Lies von Pepper Winters und ich habe gedacht, was ist das denn für eine Geschichte? Ich fand die Geschichte irgendwie sehr, sehr weird. Also sehr, sehr merkwürdig und komisch und aber doch irgendwie so, dass ich unbedingt weiterlesen musste und dachte dann so, Also diese Geschichte hier ist ein bisschen strange. Also das ist keine normale Liebesgeschichte, wie man sie so kennt. Die Geschichte ist so ein bisschen auch anders irgendwie erzählt. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ist so eine Geschichte, man stellt dann so Vermutungen auf und dann denkt man sich so, nee, irgendwie doch nicht. Und dann, okay, doch. Und dann, wie passt das alles zusammen und so, hä? Und ja, ich war teilweise auch ein bisschen verwirrt beim Lesen bei dieser Geschichte. Aber am Ende, muss ich sagen, hat mir das Buch dann doch ganz gut gefallen. Also ich wollte dann auch unbedingt wissen, wie es weitergeht. Denn hier gibt es noch einen zweiten Teil zu dieser Geschichte. Das Ende ist auch mega fies, hat einen Cliffhanger. Und ja, ich mochte Crown of Lies im Großen und Ganzen am Ende doch. Auch wenn mich die Geschichte zwischendurch ein bisschen verwirrt hat. So, ich dachte beim Lesen so, aha, okay. Macht jetzt irgendwie gerade... Okay, macht doch irgendwie Sinn. So, weißt du, also das war so eine Geschichte, wo ich so beim Lesen so ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Aber rückblickend betrachten hat sie mir doch irgendwie schon echt ganz gut gefallen. Ich habe noch ein paar Bücher. Ja, danach habe ich dann gelesen Howled von Helena Hunting. Und das ist der dritte Teil der Miles Brothers Reihe. Und es ist für mich gleichzeitig auch der schwächste Teil der Reihe. Es ist immer noch eine super süße und auch witzige Geschichte. Aber an den ersten und zweiten Teil kommt Howled einfach nicht ran. Es ist einfach so. Und ja, ich liebe die Miles Brothers Reihe. Schaut sie euch auf jeden Fall an. Wie gesagt, Howled ist immer noch super witzig und super süß. Und es ist eine tolle Geschichte, aber an den ersten und zweiten Teil kommt es nicht ran. Es ist halt einfach so. Danach habe ich gelesen Long Night von Lauren Blakely. Ich will nur dich. Und ja, das war auch nicht so meine Geschichte. Long Night war mir auch zu sexuell. Und ja, ich weiß nicht. Das war mir einfach alles zu drüber irgendwie. Also ich weiß noch, dass ich beim Lesen immer mal dachte so, ich weiß nicht, irgendwie ist das jetzt zu viel des Guten und zu überzogen und zu stereotypisch und zu kitschig und es war einfach teilweise auch hier zu viel und auch, wie hieß er noch gleich? Er hieß Max, ne? Wie hieß er denn? Sie hieß Henley und ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Ich glaube, er hieß Max. Und ja, das war mir einfach, er war mir einfach zu macho und er war mir einfach zu Alpha-Tier-gehaben-mäßig. Und ja, also das war auch eher eine schwächere Geschichte aus der Reihe. Und ja, war nicht so hundertprozentig meins, war ganz süß und hat man easy lesen können, aber war nicht meine Geschichte so. Danach habe ich dann gelesen Black Plate 3, die helle Flamme der Magie, den dritten und letzten Teil der Black Plate-Reihe und es war ein guter Teil. Es war ein gutes Ende. Es war ein solides Ende. Ich muss sagen, die ganze Reihe ist ja jetzt keine Reihe, die mich so ausrasten lässt, weil sie so gut ist. Es ist eine gute, solide Reihe. Mir hat sie sehr gut gefallen. Ich mochte die Geschichte. Ich fand das Ende auch gut. Ich fand gut, wie es am Ende ausgegangen ist. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe Black Blade gelesen. Ich habe es beendet. Ich fand es gut. Wie gesagt, gute, solide Reihe, die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Aber es ist halt keine Reihe, die mich so ausflippen lässt. Danach habe ich dann wieder mal ein Liebesroman gelesen, nämlich Finde mich jetzt von Katinka Engel. Und ich habe das Buch ja einfach vom Verlag zugeschickt bekommen und angefragt. Und ich muss sagen, ich habe es gelesen und ich habe es geliebt. Es ist eine wirklich tolle, süße New Adult-Geschichte. Es geht hier um Tamsin. Und Tamsin flieht quasi vor ihrer Familie und möchte ein neues Leben beginnen, unabhängig sein. Und sie trifft dann auf Rice. Und Rice hatte bisher kein gutes Leben. Er saß unschuldig im Gefängnis und er kommt mit dem Leben so, wie es halt gerade ist, nicht so zurecht. Und ja, dann taucht Tamsin auf und sie führt ihn dann so Stück für Stück zurück ins Leben und zeigt ihm, dass das Leben halt auch toll sein kann. Und es war einfach wirklich eine so süße Geschichte. Und ja, ich finde das Buch super. Ich habe den zweiten Teil, wie gesagt, dann auch noch gelesen. Und ich werde auch definitiv den dritten lesen. Ich finde, Katinka Engel hat auch einen ganz, ganz tollen Schreibstil und sie vermittelt das halt auch alles super. Und ja, ich kann euch Finde mich jetzt wirklich nur empfehlen. Danach habe ich gelesen True North Nummer 5, Ein Moment für immer. Ich warte jetzt hier auch schon sehnsüchtig auf den sechsten Band. Ich weiß gar nicht, ist der sechste jetzt schon draußen? Ich habe irgendwie voll den Überblick verloren, was für Bücher schon erschienen sind und was noch nicht. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall True North 5, hier geht es um May Shipley und um Alec. Genau, um Alec und ich fand das Buch hier wirklich cool. Also
Mir hat das Buch super gut gefallen. Ich fand May als Charakter schon die ganze Zeit super interessant, auch in den vorherigen Büchern. Und Alec ist halt auch einfach ein richtig cooler Charakter. Und ja, die Geschichte von den beiden, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand, das hat sich super cool entwickelt. Die Charaktere sind sympathisch. Die Story, die da so drumherum spielt, hat mir auch super gut gefallen. Also ja, es ist kein sehr dickes Buch. Es ist, glaube ich, der dünnste Band der Reihe, aber dafür ist es eine super coole Geschichte. Ich mochte sie sehr. Ich mochte May, ich mochte Alec. Hat mir sehr gut gefallen. Ich, wie gesagt, liebe die Vermont-Reihe von Sarina Bowne einfach sehr. Ich habe aber immer noch den zweiten Teil als Lieblingsteil. Also der zweite Teil ist einfach Jude und Sophie hieß sie, glaube ich. Hieß sie Sophie? Ich glaube, sie ist Sophie. Diese Geschichte war einfach so krass. Die war einfach so krass und so gut und ich möchte sie irgendwann auf jeden Fall nochmal lesen. Ich möchte die ganze Reihe irgendwann nochmal lesen. Und dann so am besten in einem Rutsch. Ja, danach habe ich gelesen King of Scars von Leigh Bardugo. Und Leute, ich kann es immer wieder nur sagen, lest dieses Buch wirklich erst, wenn ihr das Lied der Krähen gelesen habt, die zwei Bücher, und wenn ihr Krisha gelesen habt. Ihr kommt sonst mit den Charakteren nicht hin. Ich habe es bei Sina damals gesehen, die hat das Buch gelesen. Und sie hat das alles nicht so hundertprozentig nachempfinden können, weil sie Grisha nicht gelesen hat. Es kommen halt hier hauptsächlich Charaktere aus Grisha drin vor. Und wenn du dann halt Grisha nicht gelesen hast, sondern nur die Krähenreihe, dann kommst du da irgendwie nicht klar mit. Und dann verstehst du das auch alles irgendwie nicht. Die Charaktere liegen dir nicht so am Herzen. Und ja, deswegen empfehle ich, lest King of Scars wirklich erst, wenn ihr Grisha und die Krähenreihe gelesen habt. Ja, aber ansonsten, ich fand King of Scars super. Es hat einen schwarzen Buchschnitt. Ich liebe schwarze Buchschnitte. Also ich liebe es, wenn die Buchschnitte farbig sind. Und ja, King of Scars hat mir ultra gut gefallen. Ich liebe Nikolai. Ich liebe ihn wirklich. Ich habe ihn in Grisha schon geliebt und ich liebe ihn jetzt hier auch echt immer noch. Und wie hieß sie noch gleich? Soja. Soja, genau. Soja liebe ich auch als Charakter und ich bin so auf den zweiten Teil gespannt. Ich bin gespannt, wie das Ganze hier weitergeht. Ich bin gespannt, in was für eine Richtung sich das noch entwickelt. Hier hatten wir ja am Ende einen mega großen Knall nochmal und einen mega fiesen Cliffhanger und ich bin wirklich gespannt, worauf das Ganze jetzt hinausläuft und was hier am Ende jetzt noch passiert. Und ja, ich freue mich auf den zweiten Teil, aber King of Scars hat mir mega gut gefallen, hat ja, mich super angesprochen und gut unterhalten und ja, ich liebe dieses Buch. Danach hatte ich ein weiteres Reread und zwar habe ich danach Palace of Glass gelesen, die Wächterin von C.E. Bernard. Und mir hat der erste Teil wieder beim zweiten Mal lesen auch richtig gut gefallen. Ich fand den ersten Teil von Palace of Glass, wo der vor 2 Jahren rausgekommen ist, 2018, fand ich ihn richtig gut. Ich habe dann auch den zweiten und dritten Teil mir gekauft, habe es aber nie gelesen. Und deswegen dachte ich so, du musst diese Reihe jetzt irgendwie mal weiterlesen. Und deswegen habe ich den ersten Teil dann nochmal gelesen, weil es halt einfach für mich schon so lange her war. Und ja, ich fand den ersten Teil super und der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und es geht ja hier um eine Zukunft, in der Berührungen verboten sind, weil es Menschen gibt mit übernatürlichen Fähigkeiten, die dann halt Gedanken lesen können, die deine Gedanken beeinflussen können. Und ja, in dieser Welt lebt halt unsere Protagonistin Rhea und Rhea wird dann als Bodyguard am englischen Hof eingestellt und das ist für sie natürlich sehr, sehr gefährlich, denn sie ist eine von diesen Menschen, eine Magdalene, die durch Berührungen Dinge spüren können. Und ja, Rhea verliebt sich dann auch noch in den Prinzen, wie sollte es anders sein, in Robin. Und ja, was die beiden dann so erleben, das ist es, worum es im ersten Teil von Palace of Glass geht. Wie gesagt, ich fand den ersten Teil damals gut, ich fand ihn beim zweiten Mal lesen wieder richtig gut. Mir hat das Buch super gut gefallen, ich war dann auch sehr gespannt, wie es weiterging. Und ja, ein ganz, ganz toller erster Teil für diese Reihe und ja, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Ich habe dieses Buch gelesen und geliebt. Und damit wären wir beim letzten Buch... Oh, aua, ich kann immer noch nicht mehr sitzen. Aua. Und damit wären wir beim letzten Buch für dieses Video angekommen. Und zwar habe ich danach gelesen Hope Again von Mona Kasten. Und Hope Again ist kein schlechtes Buch. Ich habe es sehr, 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 sehr schnell gelesen. Man kommt super gut durch das Buch. Ich habe es mit Tina zusammen gelesen. Und wir beide haben gelesen und haben gesagt, ja, als nächstes passiert halt das und das und dann passiert das und das und dann passiert das und das und genau so ist es immer gekommen. Also dieses Buch war für mich sehr vorhersehbar, hatte für mich dadurch keine überraschenden Momente und war für mich halt so ein typisches, nur adult, standard Baukastenbuch. Also es ist keine schlechte Geschichte, aber es ist halt für mich auch kein Buch, was irgendwie sich hervortut. Ja, es ist ganz süß und so, aber es war jetzt ein Buch, ja. Ich habe es gelesen. Ich glaube nicht, dass ich es nochmal lesen werde. Da ich die Reihe aber komplett habe, werde ich es behalten. Aber
ja, es ist halt ein Buch so. Ich war so ein bisschen enttäuscht. Ich habe ja den dritten Teil gelesen. Wie ist der dritte Teil? Bin ich jetzt doof? Feeligan? Feeligan. Ja, Feeligan. Ich habe Feeligan gelesen und dieses Buch hat mir ja so gut gefallen. Die Geschichte von Isaac war ja so unglaublich gut. Ich habe das mega gefeiert und habe dann halt gehofft, dass Mona Kasten dieses Niveau hält. Aber sie ist für mich wieder so ein bisschen nach unten abgesackt. Aber es ist halt so, ne? Es gefällt mir ja nicht jedes Buch jeder Reihe gut. Siehe Green Mountain, da habe ich ja auch so meine Lieblingsteile und Teile, die mir zwischendrin nicht so gut gefallen. Von daher ist das auch völlig in Ordnung. Aber, ja, ich fand dieses Buch einfach sehr vorhersehbar und dadurch für mich war es halt nicht überraschend. Und dadurch, ja, ich habe es gelesen. Es war süß, ich habe es gelesen. Es war eine solide Geschichte, aber wie gesagt, für mich halt sehr, sehr vorhersehbar und dadurch halt nichts Überragendes oder so. Ich werde den nächsten Teil Dream Again auf jeden Fall lesen. Und da geht es ja um Blake und mit Blake sind wir ja in Hope Again schon angeteasert worden. Und das interessiert mich schon und deswegen, ja, will ich Dream Again auf jeden Fall lesen. Und das war's mit dem dritten Teil von allen Büchern aus 2019. Und das war jetzt echt ein Sprint, ne? Ich habe mich jetzt echt beeilt und ich muss mich jetzt auch anziehen und los, weil ich treffe mich jetzt gleich mit meiner Oma zum Spazieren. Und wenn ich wieder zurück bin, dann gibt es den vierten Teil noch und dann sind wir durch mit allen Büchern aus 2019. Oh mein Gott, das wird einfach so unglaublich viel, Leute. Es wird einfach so unglaublich viel. Aber wir ziehen das jetzt durch. Ich habe jetzt mit dem Video einmal angefangen und wir ziehen es jetzt bis zum Ende durch. Und ich sage jetzt einfach mal bis morgen und für mich dann bis in 2 Stunden oder so. Tschüss!